Marie Wegener, geboren am 6. Juli 2001 in Duisburg, ist bekannt dafür, dass sie 2018 im Alter von 16 Jahren den Wettbewerb Deutschland sucht den Superstar gewann. Obwohl sie jung war und schon früh große Erfolge erzielte, verlief Maries Leben nicht immer rosig. Hinter dem Ruhm der Bühne steht sie auch vor Misserfolgen, Traurigkeit und den Herausforderungen des Lebens. Einer von Maries frühen Misserfolgen war 2013, als sie an der ersten Staffel von Sternchen The Voice Kids teilnahm, aber kurz vor dem Gewinn ausschied. Dies führte dazu, dass sie schon in jungen Jahren Enttäuschungen erlebte. Sie gab jedoch nicht auf und bemühte sich weiter und am Ende öffnete ihr der Sieg bei Deutschland sucht den Superstar eine große Tür für ihre Musikkarriere. Allerdings sah sich Marie mit ihrem Einstieg in die Musikbranche auch großem Druck und Erwartungen seitens der Öffentlichkeit und der Medien ausgesetzt. In letzter Zeit ist Maries Leben nach den Höhen und Tiefen ihrer Karriere stabiler geworden. Sie hat an verschiedenen Musikprojekten mitgewirkt, unter anderem sang sie die Nationalhymne der Fußballmannschaft Rhein-Fire und spielte im Musical Die Schöne und das Biest mit. Trotzdem verspürte Marie immer noch eine Lücke in ihrem Privatleben. Der Ruhm schon in jungen Jahren zwang sie dazu, viele Dinge zu opfern, insbesondere Zeit mit Familie und Freunden. Obwohl sie bei ihren Eltern und ihrem Zwillingsbruder lebt, fühlt sich Marie im Rampenlicht und den Erwartungen der Fans manchmal einsam. Was die Liebe angeht, gibt Marie nicht viel über ihre Beziehung preis. Für sie steht ihre Musikkarriere nach wie vor an erster Stelle. Allerdings hat Marie keine konkreten Heiratspläne, vielleicht weil sie sich zu sehr auf ihre Karriere konzentriert. Liebesbeziehungen, wenn überhaupt, hat sie der Öffentlichkeit nicht preisgegeben, da Marie ihr Privatleben stets privat hält, um sich vor dem Druck der öffentlichen Meinung zu schützen. Für die Zukunft plant Marie Wegener, ihre Musikkarriere weiterzuentwickeln und an vielen verschiedenen künstlerischen Projekten teilzunehmen. Sie hofft, nicht nur durch Wettbewerbe anerkannt zu werden, sondern sich auch eine nachhaltige und hochwertige Musikkarriere aufzubauen. Auch wenn es Traurigkeit und Misserfolge gibt, weiß Marie immer, wie sie diese in Motivation umwandeln kann, weiterzumachen. Obwohl Marie Wegener in ihrer Karriere viele große Erfolge erzielte, musste sie sich immer noch großen mentalen Herausforderungen stellen. Seitdem Marie durch Deutschland sucht den Superstar berühmt wurde, muss sie in einer völlig anderen Welt leben, in der zwar immer alles im Rampenlicht steht, der Druck und die Erwartungen jedoch nie nachlassen. Sie muss schnell erwachsen werden, um sich Kritik, harter Konkurrenz und sogar Gefühlen der Unsicherheit über den langen Weg, der vor ihr liegt, stellen zu können. Eine weitere Traurigkeit, unter der Marie litt, war die Einsamkeit in einer Menschenmenge. Trotz der Unterstützung ihrer Familie und ihrer Fans teilt sie oft mit, dass sie sich manchmal verloren fühlt. Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit machen es ihr schwer, aufrichtige und verständnisvolle Beziehungen zu finden. Der zu frühe Ruhm hinderte sie auch daran, die normalen jugendlichen Momente zu genießen, die andere junge Menschen erleben können. Marie hat viele schöne Anlässe mit Freunden und Jugenderinnerungen verpasst, einfach weil sie sich immer auf die Weiterentwicklung ihrer Karriere konzentrierte. Allerdings ließ sich Marie durch diese Gefühle nicht dazu bringen, ihren Willen zu verlieren. Stattdessen verwandelte sie ihre Traurigkeit und ihre Misserfolge in Inspiration zum Komponieren und Aufführen. Sie ist stets bestrebt, sich nicht nur als vorübergehendes Phänomen, sondern als wahre Künstlerin mit eigener Tiefe und eigenem Stil zu behaupten. Ihre Alben wie Königlich und Sternchen Countdown beweisen ihr Talent und ihre musikalische Vielfalt. Was die Zukunftspläne betrifft, macht Marie Wegener keinen Hehl aus ihrem Ehrgeiz,
ihre Position in der deutschen und internationalen Musikindustrie weiterhin zu behaupten. Sie hat viele verschiedene Richtungen der Musik erkundet, von Pop bis Musical. Sie möchte auch mit anderen Künstlern zusammenarbeiten, um qualitativ hochwertigere Kunstprodukte zu schaffen. Für Marie ist Musik nicht nur ein Job, sondern für sie auch eine Möglichkeit, Freude, Befreiung und Inspiration für andere zu finden. Was das Heiraten angeht, hat Marie es im Alter von 23 Jahren nicht eilig, über eine Heirat nachzudenken. Sie konzentriert sich auf ihre Karriere und möchte sich weiterentwickeln, bevor sie über große Verpflichtungen in ihrem Privatleben nachdenkt. Sie teilte mit, dass die Liebe zu ihr kostbar sei, es aber Zeit und Reife brauche, um eine ernsthafte und langfristige Beziehung einzugehen. Derzeit genießt sie immer noch ein freies Leben, findet ihre Leidenschaft und erkundet die Welt auf ihre eigene Art und Weise. Marie Wegener hat trotz ihres jungen Alters gelernt, den Stürmen des Lebens zu trotzen. Sie erhebt sich ständig weiter und behauptet sich durch Herausforderungen, immer mit Glauben und Entschlossenheit. That community leader in your own community. During COVID, I mean, one thing that you always told her was, hey, tell me what how your neighbors are feeling. Go out there and tell me how your local restaurants are doing. That's what I did. I went out there and I started interviewing my barber that's been my barber for 26 years. I went in there and I did a video and I tell you, that thing went viral. And all I did was highlight him and how important it is to support our small businesses and everyone else. And that was one of the, that's you bring out the best of us, Grant, and what you gave us the blueprint on how to be successful in social media. So if you're able to understand what Grant and Whitley is giving you and take advantage of all these educational videos and everything that you guys are able to provide to us, then you're going to grow your business. There's no excuse why you shouldn't, you know? Your presence will be seen. So what I hear you saying is that it was really important, A, to just get in the habit of, you know, creating content, putting out videos and using some advertisements to promote that so you get some of that virality, but more so to understand first, like, who do I want to be? Who do I want to be known? What do I want to be known for? You know, who am I trying to market to? You know, who are these videos even for? And really when you are able to hone that in, you know, creating those videos maybe even gets a little easier. Yeah, absolutely. You know what? And I'm glad you brought that up because that's exactly what I'm trying to say. And another thing where I realized too, Grant, is too many people try to bring, show too much of themselves. You understand? And show their brand. Be yourself, man. Show your everyday. The highlight, hey, today I'm spending some time with my kids. Or tomorrow I'm out shopping with my wife. You know, people, you got to switch it up. It can't be the same routine. And this is what's going to show who you guys really are as a brand, you know? And that's what Rebecca and I did. You know, we were able to go out there and be ourselves. At the same token, we're CEOs of a company, but at the same token, we have a normal life too. We have kids. We have grandkids. We know what it is to, at every day, how important it is to be a parent and be a grandparent. So highlight everything, you know, because everything is content. If you know exactly where you want, what kind of content you need to build, then trust me, it'll go all come together, you know? And I feel like sometimes when you being yourself, people get to understand you and know you better. That's what we learned. Yeah, video content does a lot in the way of helping you create leverage in your relationship building, because traditionally, if I was going to build a relationship with somebody, I would do it one-to-one, right? You and I would just connect over long periods of time. But